Hallöchen, schön, dass du da bist. Wir sind bei hier. Wir sind Debbie und Jana. Ja, Debbie, was machen wir hier eigentlich? Ich würde sagen, wir sprechen mit ganz interessanten Menschen über Themen wie Nachhaltigkeit, Glauben, christliche Werte und soziales Engagement, oder? Ja. Also wir sprechen mit Menschen, wir gehen auf Reportagen und wir haben auch viele Einzeltalks, wo wir einfach unsere Gedanken an dich weitergeben. Wir machen ja jetzt schon seit 2020 Videos auf diesem Kanal in den unterschiedlichsten Formaten und mich interessiert, Debbie, was waren so deine Highlights? Boah, das ist eine richtig gute Frage. Ich denke total gerne an super inspirierende Begegnungen mit Menschen zurück, die ich ja bei Talks kennenlernen durfte. Und ganz besonders ist mir das Gespräch mit Tamar Dreifuß im Kopf geblieben. Eine ältere Dame, die als Kind den Holocaust überlebt hat. Das war irgendwie wirklich abgefahren, mit ihr zu sprechen und sehr berührend und bewegend. Ich hatte mal einen Gast hier, der hat bewusst mit seiner Frau zwei Trisomie 21 Kinder adoptiert. Und das fand ich auch ganz beeindruckend, mich mit ihm zu unterhalten. Mir gefallen aber auch, muss ich sagen, diese thematischen Einzeltalk-Videos. Ich mag das richtig gerne, wenn wir zum Beispiel auch in die Bibel einsteigen. Ich erinnere mich da an die Petrus-Perspektive und dann schauen, okay, was sagt uns das Wort eigentlich für unser Leben heute noch? Oder auch so ganz nahbare Themen wie, wie sieht es eigentlich aus mit dem Scheitern? So, wie geht Gott auch mit unserem Scheitern um oder ja, mit unserem Versagen? Was mir gerade noch einfällt, sind auch so ganz praktische Dinge auf so einer Nachhaltigkeitsbasis. Also ich war zum Beispiel mit einem Förster im Wald unterwegs und wir haben uns angeschaut, wie sieht es eigentlich mit dem Wald aus? Mhm. Stirbt der Wald? Wie geht es dem Wald? Und das finde ich auch total cool, dass wir hier auch Raum haben, uns solche Themen anzuschauen. Stimmt. Ich finde auch, manches ist echt abgespaced. Also manches habe ich hier oder mit dem unterhalte ich mich als Lebensphilosophie und denke mir, das ist crazy, dass es das gibt. Ich bin froh, da mit jemandem meinen Horizont zu erweitern. Also, wenn ihr Lust habt auf eine Perspektiverweiterung in vielen verschiedenen Facetten, würde ich sagen, dann schaut euch super gerne auch unsere Videos an, die wir schon hochgeladen haben. Da werdet ihr wirklich in ganz vielen verschiedenen Bereichen fündig. Und wenn ihr schon mal da seid, dann abonniert doch auch gerne den Kanal und folgt uns weiter.